Okay. Im Allgemeinen gilt, je teurer ein Gegenstand, desto besser funktioniert er. Das hätte ich mir auch so schon denken können. Wirke einen lang anhaltenden Bardenzauber, bevor du eine Taverne betrittst. Es ist, als würde man einen Gratiszauber erhalten. Ja, wenn der Bade auch in der Taverne auch trinkt. Für Umme, weil sonst ist es ja nicht unbedingt für Umme, ne? Naja, vor dir siehst du 8 Orks. Gut, ich weiß halt natürlich nicht so wirklich viel über Orks, aber naja, Elzit verteidigen, angreifen, angreifen, Schatten. Damit schicken wir eine Schnelle auf Elzit und er friert die ein, Feuer frei. Ja, perfekt. 8 Orks haben wir noch. Ja, perfekt. Mist. Naja. Dann angreifen, angreifen, angreifen. Was auch immer mit dem Typen hier ist. Warum er nicht einfach in den Schatten springen kann. Mit 66% Chance. So, dann schicken wir da auf jeden Fall nochmal eine Schnelle auf El Cid. Merlin schickt. Okay, das ist immer nur auf ein Mitglied. Ich würde auf jeden Fall ein Arkfeuer schießen. Okay, na gut. Na gut. Kleine Faust angreifen. Er verteidigt. Della greift an. Er greift an. Omar schickt eine Schnelle an El Cid. Ich hoffe, das kommt noch an. Und Merlin schießt Arkfeuer. Okay, 4 Orks haben wir noch. Greifen, verteidigen. Angreifen. Er springt nochmal in den Schatten. Omar schickt nochmal eine Schnelle an El Cid. Der schickt nochmal ein Arkfeuer. Okay, los geht's. Ja, gut, die Orks, die halten einiges aus. Zack, die verteidigt. So, Grady greift an. Omar schickt eine Schnelle an Bardella. Jetzt wird es langsam ein bisschen knappig. Schickt ein Arkfeuer. Jetzt macht er die mal endlich fertig da. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Meine Herren, 133 Erfahrungspunkte, 808 Goldstücke. Na, immerhin. So, da. Okay, 500 haben wir hier noch ungefähr. Haben wir noch 300. 17. Okay, Markus ist halt jetzt Gucci. Aber wegen dem renne ich jetzt nicht mehr vorne hin. Ich würde kurz einmal warten darauf, dass der Omar wieder Zauberpunkte hat. Ja, perfekt. Mutig angreifen. Yes, komm, dann machen wir eben schnell fertig. Zack, zack, zack. Die beiden verteidigen. Los geht's. Mach den eben schnell fertig. Ihr sollt den eben schnell fertig machen, habe ich gesagt. Meine Herren. Hä? Gut, dann schreiten wir halt einfach voran. Meine Herren. Adela leistet Widerstand. Okay, na gut, dann. So, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Los jetzt. Zack, bumm. Na, alla. Okay. So, dann machen wir hier eben eine Schnelle auf Brian. Haben wir die schon mal drin?
Würde aber tatsächlich gerne noch eine auf El Cid reinbekommen. Ja, perfekt. Zwei Skelette. Na dann. Angreifen, angreifen, angreifen. Wobei. Ja doch. Angreifen. Eine Schnelle kriegen wir noch rein auf den El Cid. Oh ja, los geht's. Okay. Angreifen, 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 verteidigen, verteidigen, los geht's. Okay. 36 Erfahrungspunkte, 80 Goldstücke, es hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ja, dann müssen wir jetzt noch kurz warten. Müssen wir eben noch mal einen reinkriegen auf den El Cid. Dass wir, weil wir könnten auch mit einem Merlin der Heilung auf den El Cid. Wie viel bringt eigentlich schnelle Reparatur? Ah, 8 Trefferpunkte. Ja gut, ne? Also ist dann mit Merlin schon auf jeden Fall besser. 4 bis 16 Schadenspunkte. Ja, aber der hat halt auch einfach ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Zauberpunkte. Wo kriegen wir da noch Bardella, hätte ich jetzt mal gesagt. So, läuft. 2 Orks, genau, greifen wir mutig an. Verteidigen, verteidigen, Feuer frei. Okay. Greifen, angreifen, Schatten springen. Schnelle Reparatur auf Sir Crady. Und er schickt ein Arkfeuer. Okay, nice. 33 Erfahrungspunkte, 320 Goldstücke. 4 Spinnen. Okay, angreifen, angreifen. Schatten. Mit dem. Scheiße. Naja, verteidigen. Wort der Heilung auf El Cid. Naja, das war ja jetzt mehr oder weniger, ne? Angreifen, angreifen, verteidigen. Feuer. Los geht's. Ja, okay, gut. 100 Erfahrungspunkte, 505 Goldstücke und ein Kettenhemd. So. Gehe hier mal eben ein paar Schritte zurück. Und würde gerne noch ein bisschen Zauberpunkte regenerieren von den beiden Herrschaften. Deswegen genießen wir hier immer eben die Aussicht von Scarabre. Würde auch gerne mal gerade noch kurz erfahren, es ist jetzt Nachmittag. Okay, nice, nice, nice. Haben wir Spinne, brauchen wir 2 weitere Ork. Okay, die haben 13 LP. Die hauen halt echt rein. Wurf. 4 weitere. Haben wir schon irgendwo eine Einheit, wo wir das sehen? Mit diesem Rettungswurf? Maximale Zahl des Rettungswurfs, die diese Kreatur ausführen kann. Okay, verstehe ich nicht so ganz. Rettungswurf. Naja, ist halt irgendwie. Es muss halt irgendwie ein Wert erreicht werden, damit diese Kreatur fliehen kann, denke ich. Aber ich verstehe das trotzdem nicht so ganz. Naja. So, Omar schickt mal eben eine Schnelle an El Cid. Der ist echt am Nuckeln, der El Cid.
Der ist nur am Nuckeln. Eine wandelnde Kreatur bietet an, sich einer Gruppe anzuschließen. Ja, ich kann dich leider nicht aufnehmen, weil ich habe keinen Platz. Aber ich würde dich gerne angreifen. Es ist ein Hobbit. Angreifen, 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 verteidigen, verteidigen. Feuer frei, los geht's. Und direkt getötet. Ja, 217 Goldstücke, die nehme ich gerne an mich. Dann gehen wir hier einfach geradeaus noch ein bisschen. Okay, hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Also die Kämpfe, die sind tatsächlich schon so ein bisschen so, ja, wie ich am Anfang gesagt habe. Also die sind nicht wirklich schwierig. Ja, also man muss halt immer gucken, dass man die Leute heilt. Aber ja, so richtig, richtig, richtig fordernd sind sie noch nicht. Aber ja, die packen natürlich immer mehr an. So, Badella, er springt in die Schatten. Damit würde ich gerne Schnelle schicken an Bardella und er schickt ein Arkfeuer. Okay. Okay, ein verrückter Hund haben wir noch. Verteidigen, verteidigen. Feuer frei, los geht's. Fertig. 20 Erfahrungspunkte. Nice. So kann das doch auf jeden Fall weiterlaufen. Da haben wir jetzt noch 280, die wir da noch brauchen. Oh, er braucht noch einen. Er braucht auch noch einen. Nice, nice, nice. Dann haben wir da gleich auf den Zauberern ein neues Level. Sehr gut. Ihr kommt genau richtig. Zack, zack. Damit kriegen wir auf jeden Fall noch eine schnelle Reparatur rein auf Brian. Er schickt ein Arkfeuer. Damit sollte die Sache gegessen sein. Nice. Zack, bumm. Wir haben auf Omar und Merlin ein neues Level. Das heißt, ich würde da auch nochmal schnell zurückrennen zur Prüfungskommission. Nee, hier lang. Gut, die sind noch da. Perfekt. Wie gesagt, die sind immer nur tagsüber da, bis nachmittags irgendwann und dann muss man eben auf den nächsten Tag warten. Nice, noch ein paar Zauberpunkte dazu, das ist sehr, sehr cool. Und Merlin, der kriegt auch nochmal 7 Zauberpunkte dazu. Sehr, sehr nice. So, Omar haben wir, wie gesagt, können wir jetzt auf ein Level 2 Magier schicken. Da, du kannst noch keine neuen Zauber erlernen. Omar, wie gesagt, da können wir Zauber erlernen. Aber ist halt immer noch so ein bisschen die Sache, ob wir die wirklich brauchen. Weihwasser, ja, aber es ist halt irgendwie, wenn halt Nacht ist, dann gehen wir halt einfach in eine Taverne. Ne, ich möchte die bekämpfen gerne, danke. Mutig kämpfen. Angreifen, verteidigen, verteidigen. Feuer frei, los geht's. Zack. Danke fürs Gold. Das ist sehr zuvorkommend. Nice. Guck mal, da sind wir jetzt auch schon fast wieder auf dem neuen Level. Brauchen wir noch 100. Nice, nice, nice. So, wie viel ist jetzt Nachmittag? Okay, also es dämmert auch bald. So, wir rennen da jetzt eben nochmal kurz nach da hinten. In der Hoffnung, hier nochmal ein paar Kämpfer zu finden. Er springt in die Schatten, verteidigen. Ja, wobei. Ja, egal. Wir gucken jetzt erstmal. Ich hoffe nicht, dass Bardella stirbt. Das wäre toll. Brian greift an, greift an. Verteidigt, greift an. Schickt eine Schnelle an Bardella. Und er schickt ein Arkfeuer. Feuer frei. Nice. Ah, ich habe das falsch gesehen. Okay, gut, die braucht noch ein bisschen mehr. Ja, gut, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, gut, vielleicht mit den zwei Spinnen. Angreifen, angreifen, angreifen. Schatten. Schnelle Reparatur auf El Cid. Und er schickt eine Feinde einfrieren.
Nice, das war jetzt irgendwie. Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Das, also doch schon, ne? Deswegen habe ich auch auf El Cid, aber ich meine, dass das wirklich dann passiert. Aber okay, gut. Die Tempel können deine Wunden und Krankheiten heilen und gegen eine angemessene Spende sogar die Toten wiederbeleben. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Okay, hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Gut, es ist Nachmittag. Ah, dann rennen wir jetzt hier erstmal eben zurück. Auf der Straße des Schmieds. Dann würden wir hier eben mal reingehen. Und ich würde gerne noch ein paar Sachen verkaufen. Nämlich Kettenhemd, Kettenhemd, ein Turmschild haben wir zu viel. Eine Robe haben wir eigentlich für alle von den Zauberern, also für die zwei. Buckelschild weg. Braucht man nicht wirklich. Okay. Zack, zack, zack. Dann würde ich nämlich gerade das extra Geld noch mitnehmen. Würde einmal den Markus noch wieder bedingsen. 1350 ist halt crazy. Aber gut, so ist das halt. Die ganze gesamte Gruppe heilen. Von mir aus machen wir eben. Sehr gut. Und damit würde ich mich einfach mal hier von euch für, ja, diese Folge wieder mal verabschieden und mich bedanken fürs Zuschauen und mit dabei sein. Hier bei The Bard's Tale Trilogy. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile schon ein bisschen was erreicht. Wir haben jetzt schon bei den Kämpfern haben wir jetzt schon ein Level drauf, bei den Magiern sogar schon zwei und haben schon einige Häuser durchforstet, gereinigt und kommen jetzt so langsam an die interessanten Bereiche von Scarabre und werden dort auch mal ein bisschen die Leute jetzt mal auch denen noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Und ja, ne? Werden wir mal schauen, wie es in den nächsten Sessions weitergeht. Ja, falls euch das bisher aber gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Lasst ein Abo auf meinen YouTube-Kanal da. Schaut auch gerne mal auf meine Social-Media-Kanäle, die in der Beschreibung verlinkt sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei The Bard's Tale Trilogy. Vielen Dank bis hierhin und euch noch einen schönen Tag. Euer Kai. Ciao. So, hallo und recht herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei einer neuen Sitzung/Session der Bard's Tale Trilogy hier mit mir und natürlich mit euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, freut mich, freut mich. So, wir schnuckeln hier gerade mal eben schön in die Karte rein. Genau, also in der letzten Session ist ja alles so ein bisschen zum Ruder gelaufen, sage ich jetzt mal. Mit dem. Ach, Moment, warte mal hier. So. Ich musste mal gerade eben den Flimmerkasten unten wegmachen. Genau, ist alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, mit dem Feuerhorn vom Markus. Ich ja, wollte mal heute mal schauen, ob wir da vielleicht noch. Weil ja, das schmeckt. So, warte mal, wie kam. Okay. Na gut. F2 kommt mal in die Karte rein und wieder raus. Genau, aber wir sind jetzt hier unten. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, hier schon alles so ein bisschen leergeräumt. Waren auch schon das erste Mal bei der Prüfungskommission. Und ja, jetzt würde ich, glaube ich, wir sind ja hier oben auch schon auf dem Blue Highway ein bisschen unterwegs gewesen. Ich würde jetzt gerne hier oben mal Richtung Marksman Area laufen, weil wir hier oben auch ein paar größere Kreaturen haben, gegen wir die dann mal, gegen die wir dort mal kämpfen können. Und ja, um allgemein hier mal die ganze Stadt jetzt mal ein bisschen unsicher zu machen. Ne? Deswegen
Latschen wir mal eben dort hoch. Wir haben soweit alle Stats wieder im grünen Bereich. Für Omar haben wir noch. Genau, wir haben Level 2 Zauberer. Das haben wir aber nicht gemacht, weil sich sich der Zauber nicht wirklich gelohnt hat. Soweit ich mich da noch dran erinnern kann. Wir rennen hier mal eben. Eieiei. Wir rennen hier mal eben lang. Ne? Oh. Aha. Eine warnende Kreatur bietet an, sich deiner Gruppe anzuschließen. Du kannst ihr erlauben, mitzumachen. Sie bekämpfen, sie in Ruhe lassen. Na gut, wir haben leider. Sorry, das ist wie bei den sieben Zwergen. Ne? Es sind tatsächlich auch wirklich sieben. Gefährten, mit denen wir hier unterwegs sind. Also sorry, du bist leider einer zu viel. Na, also, aber ich nehme mir auf jeden Fall die Erfahrungspunkte mit. Und wir werden auf jeden Fall da reingehen. Angreifen, angreifen. Die wird auf jeden Fall auch angreifen. So Grady wird auf jeden Fall provisorisch schon mal in den Schatten springen. Er wird sich verteidigen. Der wird dann Arcfeuer reinschießen, aber das wird, glaube ich, dann auch schon rum sein. Und Markus, der wird sich auch verteidigen. So, los geht's. Feuer frei. Zack, bumm, fertig. So, Erfahrungspunkte. Nice. Oh, Badella, wir haben einen neuen Stufenaufstieg. Ja, Leute, da müssen wir aber auf jeden Fall gerade mal noch schnell hin. Also, das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Sorry. War etwas ungeplant, aber ihr wisst, wie es ist. Sobald sich sowas ergibt, dann muss man das natürlich direkt mitnehmen. 5 Trefferpunkte plus ein Glück. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Guck mal, 43. Nice. Das ist doch mega mäßig. So, und das war's schon. Das heißt, wir rennen dort jetzt einfach wieder hin zurück. ja, so kriegt man auch Content zusammen, ne? Zack. Dann gehen wir mal hier rein. Da haben wir leider nichts drin. Schade. In dieses Haus kommen wir nur so rum rein. 7 Hobgoblins. Oha. Oha. Ich glaube, das schreit wieder nach einer Runde Feuerhorn. Brian wird verteidigen. El Cid wird angreifen. Bardella wird auf jeden Fall auch angreifen. Er springt in Schatten. Wir schicken mal eine Schnelle auf El Cid, hätte ich jetzt gesagt. Er schickt ein Arkfeuer. Und Markus, wir, ja, ne? Wir nutzen mal das Feuerhorn, ganz klar. Und los geht's. Dieses Feuerhorn ist halt einfach krank. 90 Erfahrungspunkte für jeden. Nice. 1200 Goldstücke. Das ist natürlich megamäßig. Entschuldigung. Das werden wir auf jeden Fall auch brauchen, ne, falls sich da mal wieder jemand verabschiedet. So viel dazu. Ich würde auch gerne gerade mal die Chance nutzen mit dem Omar. Eine Schnelle schicken auf Bardella. Genau, dann sind wir auf 31 von 41, natürlich 41 von 43. Drei Hobgoblins kommen, ran da, zack, 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 angreifen, im Schatten verbergen. Er schickt mal nix. Verteidigt, er schickt ein Arkfeuer. Oh, jetzt hätte ich fast Markus ausgewählt. Und Markus verteidigt, ganz klar. Ja, ne, also so schnell kann es dann auch gehen. So, Omar schickt jetzt mal eben noch schnell wieder eine an El Cid, dass der auch wieder frisch ist. So, 6 Zwerge. Da ist auch ganz klar, zack, ab in Schatten. Er wirkt mal eine schnelle. Also der Brian, der kriegt eigentlich echt gar nichts ab, ne? Das ist eigentlich gerade echt gut. Ich würde da.
Komm, wir schicken mal auf die Bardella, so provisorisch. Vorhin hat die ein paar Dinge abgekriegt. Nicht der El Cid, auf den wir ja eigentlich die schnelle Reparatur geschickt hatten. Merlin schickt auf jeden Fall nochmal ein Arkfeuer. Und Markus würde ich gerne das Feuerhorn verwenden. Und los geht's. Ah, guck mal. Ja, die haben jetzt. Das war nämlich. Okay, so Grady. Ja, stimmt, der hat einen oder einer der zwei haben auf Sir Grady getroffen. Ja, okay, aber passt. Passt, passt, passt. Sir Grady würde ich jetzt aber, glaube ich, keine schnelle schicken. Das passt erstmal soweit. Kann ich eigentlich? Muss ich gerade mal gucken. Ah, ja, ich kann auch einfach mit W wieder aus dem Haus rausgehen. Okay, ich dachte die ganze Zeit, ich muss auch quasi dann auf Haus verlassen gehen, um das Haus dann auch verlassen zu können. Ah, sieben Barbaren. Sehr schön. Verteidigen, verteidigen. Ebenfalls verteidigen. Er springt in Schatten. Er wirkt mal eine Schnelle auf. Ah, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Ich schicke die auf jeden Fall mal auf El Cid. Er schickt Feinde einfrieren und er nimmt natürlich das Feuerhorn, ganz klar. Ah, jetzt habe ich natürlich. Ja, das war jetzt suboptimal. Also, ich meine, gut, das Feuerhorn, ne, das hat mich natürlich jetzt wieder aus dem Schlamassel gerettet. Aber ich hätte die Schnelle diesmal auch nochmal auf Bardella schicken müssen, aber das kann man ja vorher nicht wissen. So, schön 200 Erfahrungspunkte. So, hier eben einmal raus mit Omar ganz schnell eine Schnelle schicken auf Bardella. So, und dann werden wir jetzt her? Haben wir hierher? Nee, scheiße, wir laufen gerade in die falsche Richtung. Es wird auch gerade Richtung Nacht. So, wir gehen hier schnell wieder zurück. Ah, ich glaube, jetzt ist aber gerade die Prüfungskommission nicht mehr da, ne? Ah, doch, okay, nice. Dann auf jeden Fall erstmal Brian. 13 Trefferpunkte. Nice. Das ist eine Konstitution. El Cid auf jeden Fall. Nice. Oh, 7 Trefferpunkte. Plus ein Glück. Dann. Oh, nein, 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 nein. Nein! Ich bin mit Umschalt. Ach so. Die haben mich rausgeworfen. Mist. Naja, suboptimal. So. Dann werden wir hier mal eben kurz ausharren. Ich hoffe ja auf jeden Fall, dass wir für Merlin nochmal bald ein neues Level kriegen. Gut, aber der braucht nochmal 1500 Erfahrungspunkte. Heio, Mayo. Also das ist ja echt. Er auch. Schade. Gut, bei ihm brauchen wir jetzt nochmal ungefähr 500. Na, 42? 542? Yes. Gut, ne, er hat jetzt gerade das Level voll, deswegen bei ihr bräuchten wir ungefähr 1100. El Cid, der hat jetzt auch gerade eben. Okay, nice, 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 nice. Also das ist doch eigentlich nicht schlecht. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Dann rennen wir jetzt nochmal eben rüber zur Prüfungskommission. Und das habe ich tatsächlich auch bei dem letzten größeren Run, bei der letzten größeren Session, die ich ja vorher schon mal erwähnt hatte und die ich vorher auch schon mal gespielt habe. Da habe ich das nicht gewusst, dass man einfach in der Taverne ausharren kann für ein paar Minuten und dann ist man einfach, dann ist quasi morgens. Das wusste ich nicht. So, Sir Crady. Oha, nice, nice, nice. Oh, bei dem lohnt sich das richtig. Bei dem lohnt sich das richtig. Wir könnten theoretisch einen Klassenwechsel mal irgendwann machen, aber nee, nein, 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 das passt schon so alles. So, dann sprinten wir einfach wieder nach da vorne rum. Da sind wir dann jetzt nämlich
bei unseren Kreaturen, die man da auch gerade eben schon gesehen hat. Ja, hier, aber auch hier. Vorne sieht man den Steingolem und die sind quasi um dieses ja, um dieses Schloss hier angeordnet. Und ja, wir könnten jetzt da vorne, würde ich gerne mal machen. Warte mal, ich würde, nee, das meine ich nicht. Ich speichere mal eben kurz. Wer ist Dieter? Genau, das ist unser Speicherpunkt. Wo ist Dieter und wer ist Dieter? Ganz klar. So, dann Maranda an den Eumel da. Eine Statue eines Steinriesen steht als Wache vor dem Tor. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall angreifen, ganz klar. Die Bewohner dieses mythischen Ordens greifen euch ohne Verwarnung an. Ihr seht einen Steinriesen. Okay, also wir werden jetzt mal gucken, ob wir den schaffen. Wenn nicht, dann laden wir einfach den Speicherstand von gerade eben. Wir werden da auf jeden Fall schön angreifen. Sir Crady versucht mit 72% Chance, oh, das ist schön schmackig, in den Schatten zu springen. Omar schickt eine Schnelle auf Bardella. Hätten wir eigentlich vorher noch machen müssen. Mist. Er wird ihn mal einfrieren und er wird auf jeden Fall noch das Feuerhorn benutzen und los geht's. Perfekt. Perfekt. Einfach Bardella getötet. Nee, aber das machen wir. Wir laden nochmal eben, wer ist Dieter? Gut, da habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Omar schickt eine Schnelle an Bardella. Machen wir direkt nochmal. Was ja jetzt nicht heißt, dass er jetzt nochmal die Bardella anrufen vor allem. Hallo, hallo. Palim, Palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Aber ja. Na, also sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und so, warte mal. Wir machen hier auf jeden Fall direkt die Kiste zu. Nochmal schön auf die Bardella. Und Sir Crady sollte eigentlich passen. Und dann Maranda an den da. Angreifen, mutig kämpfen, angreifen, angreifen, angreifen. Er springt in Schatten. Er wirkt einen Zauberer. Zauberer vor allem. Er wirkt einen Zauberer. Er ist ein Zauberer und er wirkt einen Zauberer. Denn das weiß man, dass Zauberer nur Zauberer wirken können. Und dass Zauberer auf jeden Fall auch von Zauberern gewurken werden. Dings. Bumsen. Ne? Verstehst schon von alleine. Los geht's. Ah, okay. Nice. Oha, der kann auch gegen Feuerhorn, kann der auch Widerstand leisten? Okay, crazy. Ein Scheißenriese. Oh Gott, was ist denn jetzt los hier mit meinem Mundwerk? Ein Steinriese greift Sir Crady an und trifft für 31 Schadenspunkte. Feuerhorn Widerstand geleistet, das ist natürlich suboptimal. Für 8 Schadenspunkte. Schön eingefroren. Für 2 Schadenspunkte. Nice. Und El Cid greift einen Steinriesen an und trifft zweimal für 26 Schadenspunkte. Nice. Holy moly. Das hat sich natürlich gelohnt jetzt. Schön 256 Erfahrungspunkte. Mua. Schmeckt. So, er schickt auf jeden Fall an Sir Crady erstmal eine Schnelle. Das reicht aber so nicht. Warte mal, wir können doch mit ihm auch. Nee, das meine ich natürlich nicht. Zauberliste. Schön auf den Sir Crady. Oh, guck mal, das schmeckt auch. Das schmeckt auch. Zack, schmackig. Schön rein da. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. Und haben jetzt hier ein Steingolem. Was passiert, wenn ich jetzt. Warte, ich würde es mal gerne ausprobieren. Sie stehen lassen. Okay, ich gehe einfach da durch.
Ah, okay. Warte mal, da würde ich nämlich gerne hier auch mal eben bei Wer ist Dieter speichern. Ich bin mir hier einfach nicht so sicher. Bei diesen riesen Dingern bin ich mir nicht so sicher. Würde ich gerne aufs Nummer sicher gehen. So, Randa. Mutig kämpfen, angreifen, angreifen, angreifen. Er springt in den Schatten. Er wirkt eine Schnelle auf Bardella. Gut, vielleicht hätte ich auch eher mal auf den Sir Crady wirken sollen. Das stand ja vorhin in so einem. Das hat man, glaube ich, hier nicht so wirklich gesehen. Im Stream. Im Stream sage ich schon. Ist auch gar kein Stream. In der Aufnahme hat man das nicht gesehen, weil es so ein Zwischenbildschirm war. Dass die Feinde eher schwache Teammitglieder angreifen. Das wäre eher der Sir Crady gewesen in dem Fall. Also hätte ich wahrscheinlich auf den eher wirken sollen. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Er schickt auf jeden Fall mal ein Feuerhorn. Würde ich gerne mal schauen, wie der Steingolem darauf reagiert. Oha. Für 71 Schadenspunkte. Er hat ihm einfach 71 Schaden zugefügt. Holy moly. 512 Erfahrungspunkte. Nice, nice, nice. Ja, die hätte er jetzt natürlich auch gut selber brauchen können. Ah, aber guck mal, das schmeckt. So, bei ihm haben wir jetzt ein neues Level. Ich glaube, das würde ich mir auch gerne direkt abholen. Und ich würde auch gerne dem Brian nochmal wiederbeleben. Ah, wir haben ja hier einen Tempel. Habe ich gerade eben auf der Karte gesehen. Wir haben ja hier einen Tempel. So, rein da. So, man kann mal die gesamte Gruppe für 2000. Ja, komm, rein da. Okay, perfekt, Dankeschön. So, dann rennen wir eben zurück. Da bin ich, glaube ich, jetzt aktuell noch so ein bisschen gierig. Wenn wir ein neues Level kriegen, rennen wir sofort zurück zur Prüfungskommission und holen uns da die Level ab. Ich glaube, jetzt ist gerade noch relativ, ja, schmackig und wichtig. 5 Trefferpunkte plus 1 Geschicklichkeit. Ja gut, ne, wir können den halt einfach dort vorne überhaupt nicht gebrauchen. So. So, Brian kommt wieder an erste Stelle. Er ist da oben der Schadenschlucker. Nicht der Feuerspucker, sondern der Fadenschlucker. Fadenfaden. Oh Gott. Leute, was ist denn heute Abend los? Heieiei, echt in jedem Satz sabbel ich irgendwas nebenrein. Er ist nicht der. Er ist nicht der Feuerschlucker, sondern er ist der Fadenschlucker. Was ist denn ein Fadenschlucker? Oh Gott. Aber wir sehen auf jeden Fall die kleinen schnackeligen Zwischenspeichere hier. Die sind auf jeden Fall sinnvoll. Weil die hauen uns hier richtig auf die Pratze. So, rein da zu dem Drachen. Eine Statue eines grauen Drachen steht als Wache vor einem Tor. Na, wir werden da auf jeden Fall richtig schön eine reinschlungeln. Ein grauer Drache ist 20 Einheiten entfernt. Ja, Mist, ne? Wenn wir jetzt voranschreiten, dann tötet er direkt die ersten Leute von uns. So, wir werden auf jeden Fall angreifen. Angreifen, angreifen. Er wird in die Schatten springen. Omar schickt mal eine Vorpalplatierung auf El Cid, ne, damit der vielleicht noch ein bisschen schmackiger draufknallt. Wobei natürlich die Frage ist, ob er zuerst den Zauber wirkt. Aber das werden wir dann schon sehen. So, Feinde einfrieren. Warte mal, wir schicken mal Feinde einfrieren. Und Markus wirkt ein Feuerhorn. Los geht's. Ja,
Gut, ich glaube, das war keine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns das noch mal überlegen. Vielleicht soll. Aber warte mal, wir haben ja jetzt gespeichert. Das heißt, alles safe. Ich würde jetzt schon mal gern die Chance nutzen, um zu gucken, was dann überhaupt passiert, ja. Wenn wir jetzt hier mal, wenn wir jetzt hier schön, schön auf den Deckel kriegen. So, er greift. Ach, der hatte nur noch zwei Schadenspunkte übrig. Na perfekt, 3000 Erfahrungspunkte. Jeder Charakter erhält 3000 Erfahrungspunkte. Jeder Charakter erhält 3000 Erfahrungspunkte. Nee, 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 nee. Das machen wir mal so nicht. Das machen wir mal so nicht. Das heben wir uns auf jeden Fall auf. Das heben wir uns auf jeden Fall auf. Also das wird auf jeden Fall in Zukunft richtig schmackig. Okay, nice. Ach, guck mal, der guckt immer in meine Richtung. Das ist ja ein verschickter Effekt eigentlich. Also finde ich es wirklich ein verschickter Effekt. Aber gut, ich kann da jetzt noch nicht hin. Der prasselt uns ziemlich einen auf den Deckel. Das macht, glaube ich, so nicht wirklich viel Spaß. Da werden wir jetzt hier einfach noch mal ein bisschen rumgehen und noch ein bisschen Level uns reinschnacken. Ja, kannst ja mal ein paar Schaden hier wirken. Oh, hier haben wir jetzt mal hier richtig einen auf den Deckel. Die werden da jetzt mal verteidigen, auch eben verteidigen. Randa. Zack, zack, zack. Fertig. So ist das nämlich. Fertig. Genau, da werden wir uns jetzt hier einfach noch ein paar Level holen vielleicht. Und bekommen natürlich das Level plus 3 Trefferpunkte. Und werden trotzdem schön auf den Deckel kriegen. Ja, wir gucken jetzt mal. Ne? Also der Drache, der ist dann vielleicht eher was für später. Und da schauen wir mal. So, ich würde gerne mal 5 Kobolde. Die haben. Ach gut, okay. Na gut, aber wir haben jetzt die 5 Kobolde und dann sollten wir deren Lebenspunkte freigeschaltet haben. Also, angreifen, 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 angreifen. Er wirkt mal eine schnelle Reparatur auf Brian. Er schickt ein erstmal Feinde einfrieren und Markus wird verteidigen. Okay, zwei haben wir noch. Zack, zack, zack. Angreifen, angreifen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Feuer frei, los geht's. Fertig. Nice. Also auch in diesem Run, oder beziehungsweise in dieser Session, ist auf jeden Fall, ja auch mit dem Goldhaushalten viel besser, weil mir nicht so viele Leute sterben. ja, okay. So, ich würde gerne, warte mal, wir machen mal hier nochmal, ich würde gerne mit denen anschauen, was denn bei ihm denn da so Geiles abgeht. Und Randa. Steingolem. Ah, wir hatten ja schon mal einen Steingolem. Aber der hat auch dem Brian ziemlich auf den Deckel gehauen. Angreifen, angreifen, angreifen. Er schickt eine schnelle Reparatur auf Badella. Ich hoffe jetzt einfach mal. Wirkt Zauber, schießt ein Arcfeuer drauf. Und ja, er wird ein Feuerhorn wirken. Rein da. Mist. Mist, 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 Mist. Naja, gut. Naja, gut. Ah, okay. So, The Crady ist leider gerade tot. Warte mal, wir sind. Ne, ich wollte eigentlich hier oben hin. Wir sind ja jetzt hier.
Haben wir hier noch mal irgendwo eine Prüfungskommission oder? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier ist jetzt so gerade keine. Oder wäre hier eine? Warte mal, wir können ja mal hier weitergehen. Ah, hier haben wir auf jeden Fall ein Wirtshaus. Das ist das hier. Und hier haben wir. Nee, aber da ist kein separates Haus so, ne? Da vorne sind irgendwelche Häuser. Hier und darüber schauend. Aber auch nichts Wirkliches. Gibt es hier irgendwo noch eine Prüfungskommission? Weil ich würde gerne auf die Bardella, würde ich mir gerne noch die Attribute schmecken lassen. So, warte, dann rennen wir hier einfach eben nochmal kurz zurück. Das war eigentlich gerade reiner Zufall, dass wir jetzt genau hier gelandet sind. Ne, hier lang. Zack, zack. So, Aufstieg. Gerne einmal die Bardella. Plus 3. Okay. Ja, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Schade. Schade, schade, schade. So, aber dann lass mal. Ich drücke die ganze Zeit auf Tab, aber das bringt nichts, leider. Okay, wir sind jetzt hier. Ich würde gerne mal auf den Migrantenplatz schauen, ob da, weil das sind ja von den Zeichen her, sollten hier ja Tempel sein. Okay, gut. Dann würde ich, glaube ich, gerade mal El Cid. Okay, der braucht 1800 Gold. Holy shit. Okay, dann mal rein da. Ja, heil mal die ganze Gruppe. So, und dann würde ich, glaube ich, hier auch erstmal die warmen Umarmungen der Priester hier erstmal nutzen, um ja, hier noch ein bisschen auszuruhen und für diese Session hier auch erstmal mich nochmal bedanken fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Sitzung. Ja, aber die Sitzung werden wir natürlich nicht hier bei den Priestern haben. Das wird vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber wir werden uns dann sehen. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns. Bis dahin, euer Kai. Ciao.